Thüringen. CDU verliert völlig die Kontrolle. In Thüringen haben sich die politischen Wogen erneut hochgeschlagen. Im Zentrum der Kontroverse steht die Auseinandersetzung im Thüringer Landtag, die deutlich macht, wie stark sich die Fronten zwischen den politischen Lagern verhärtet haben. Anstelle einer sachlichen Debatte, die die Bürger erwarten, entwickelte sich die Sitzung zu einem von Inszenierung und Provokation geprägten politischen Spektakel. Das Ereignis zeigt erneut, wie sehr Politik zuweilen von symbolischen Aktionen dominiert wird, statt durch rationale Entscheidungsprozesse geleitet zu sein. Eine der umstrittensten Aussagen stammt vom CDU Politiker Ruprecht Polenz, der die Geschehnisse als ein AfD Drehbuch bezeichnete, das in Thüringen wiederholt angewendet wurde, diesmal angeblich besonders sichtbar. Der Alterspräsident des Landtags konnte nach seiner Ansicht nicht wie gewohnt nach der Geschäftsordnung vorgehen. Polenz zog einen drastischen Vergleich und kritisierte mit Hinweisen auf den Nationalsozialismus, einschließlich einer Anspielung auf Josef Goebbels, was bei vielen als überzogen und unangemessen empfunden wurde. Dieser Vergleich zog erhebliche Kritik nach sich. Für viele Beobachter handelt es sich hierbei um eine Form der Geschichtsverharmlosung, bei der historische Verbrechen relativiert werden, um politischen Gegnern zu schaden. Die Reaktion in den sozialen Medien und von politischen Kommentatoren folgte prompt, sie werfen Polenz und anderen Kritikern vor, dass die Argumente gegen die AfD erschöpft zu sein scheinen und nun überzogene Vergleiche herangezogen werden, die wenig sachlich sind. Ebenso heftig wurde auch CDU-Politiker Christian Bühle kritisiert, der laut vielen Beobachtern eine entscheidende Rolle bei der Eskalation der Situation im Landtag gespielt haben soll. Statt die Debatte im gewohnten demokratischen Rahmen ablaufen zu lassen, habe er durch seine Vorgehensweise für Unruhe und Verhärtung der Fronten gesorgt. Im Zentrum der Diskussion steht die Frage, ob die Geschäftsordnung des Thüringer Landtags korrekt angewandt wurde oder ob sie manipulativ geändert wurde, um die AfD in ihrer parlamentarischen Funktion zu behindern. Die AfD, die durch ihre Stärke im Landtag das Vorschlagsrecht für einen Landtagspräsidenten innehat, sieht sich ihrer Rechte beraubt. Und tatsächlich stellt sich für viele Bürger die Frage, warum nun eine Regel, die bisher stets galt, ausgerechnet dann geändert werden soll, wenn die AfD ein Vorschlagsrecht hat. Kritiker dieser Änderung betonen, dass die Geschäftsordnung ein festgelegtes Verfahren ist, das auch in Thüringen bisher eingehalten wurde. Der Versuch, diese Ordnung plötzlich zu ändern, könne als politisches Manöver gewertet werden, um die AfD zu schwächen und ihren Einfluss zu beschneiden so könnten die Bürger den Eindruck gewinnen, dass die etablierten Parteien die Regeln ändern, sobald die AfD eine rechtmäßige politische Position einnimmt, unabhängig davon, wie umstritten diese Partei sein mag. Hier stellt sich eine entscheidende Frage, wie nehmen die Bürger diese Debatte wahr? Der durchschnittliche Wähler versteht in der Regel nur, dass die stärkste Fraktion, in diesem Fall die AfD nach üblichem Verfahren das Recht hat, einen Kandidaten für das Amt des Landtagspräsidenten vorzuschlagen. Sollte dieser Kandidat abgelehnt werden, können andere Fraktionen eigene Vorschläge einbringen. Diese Prozedur sei bislang reibungslos verlaufen bis zu diesem Punkt. Der Versuch, die Geschäftsordnung zu ändern, sobald die AfD das Vorschlagsrecht hat, erscheint für viele Bürger fragwürdig und hinterlässt einen bitteren Beigeschmack. Man könnte meinen, dass die etablierten Parteien die Spielregeln nach Belieben ändern, um den eigenen Vorteil zu sichern, während die AfD bewusst benachteiligt wird. Ein weiteres kontroverses Thema, das in diesem Zusammenhang erwähnt wird, ist das sogenannte Stiftungsgesetz im Bundestag. Hier wird der Eindruck vermittelt, dass dieses Gesetz eigens entwickelt wurde, um die AfD gezielt zu benachteiligen. Es besagt, dass parteinahe Stiftungen Anspruch auf Finanzierung aus dem Bundeshaushalt haben, wenn die Partei mindestens drei komplette Legislaturperioden im Bundestag vertreten war. Für die AfD, die diese Voraussetzung noch nicht erfüllt, bedeutet dies konkret, dass sie keine Finanzierung für ihre parteinahe Stiftung erhält. Kritiker sehen hierin ein weiteres Beispiel für die politische Ausgrenzung der AfD, die manch einer als undemokratisch empfindet. Am Ende der hitzigen Debatte im Landtag kündigte der Alterspräsident an, dass die Sitzung zunächst unterbrochen werde und eine Prüfung durch das Verfassungsgericht erfolgen soll. Diese Prüfung soll klären, wie die Geschäftsordnung in diesem Fall korrekt anzuwenden ist. Damit wurde eine vorläufige Einigung erzielt, um die Rechtmäßigkeit des Verfahrens zu gewährleisten. Es bleibt abzuwarten, wie das Verfassungsgericht die Situation beurteilt, doch unabhängig vom Ergebnis zeigt diese Auseinandersetzung erneut, wie sehr politische Debatten in Deutschland von Emotionen, Inszenierungen und strategischen Manövern bestimmt werden. Die Vorwürfe der Machtergreifung und des Putsches, die an die AfD gerichtet werden, wirken für viele Beobachter wie eine Übertreibung und eher als Versuch, die politische Konkurrenz durch dramatische Vergleiche zu diskreditieren. Das Verhalten der etablierten Parteien kann schnell als wahrer Populismus empfunden werden, bei dem politische Gegner nicht auf sachlicher Ebene bekämpft, sondern durch dramatische Inszenierungen und Wortwahl delegitimiert werden sollen. Es bleibt zu hoffen, dass die weiteren Diskussionen im Landtag und in der deutschen Politik wieder stärker auf sachlicher Ebene geführt werden, im Interesse der Bürger und des Landes.